So, heute werde ich den Fokus mehr auf die Frage und nicht auf den Kopfbau legen. Ich werde mir ganz einfach Strong Mint in der Japona Mummy Bowl bauen. Das habe ich ja erst gerade gezeigt. Aber ich werde danach beim Rauchen die Frage beantworten, welche Pfeifen, dass ich von 100 bis 150 Euro empfehle. Und ich werde allgemein etwas über die Entwicklung der Pfeifen philosophieren, wenn man so will. Also ich werde kurz den Kopf beim Zeitraffer zeigen und dann mehr auf die Frage eingehen. So, wie vorhin schon angekündigt, werde ich heute etwas über günstigere Edelstahlpfeifen sprechen. Die genaue Frage war, was für Pfeifen kann ich empfehlen mit einem Budget von 100 bis 150 Euro? Ich blende die wieder ein. Und ja, ich möchte da etwas ausholen. Ich finde die Entwicklung der Pfeifen, meine Katze ist heute Ehrengast im Daily Kopfbau. Die Entwicklung der Pfeife hat in den letzten Jahren, also vor allem im letzten Jahr, einen ziemlichen Schritt vorwärts gemacht, insbesondere die China-Pfeifen, also die etwas günstigeren Edelstahlpfeifen. Unterdessen ist die Qualität da sehr gestiegen. Also wenn man jetzt gerade Pfeifen von zum Beispiel der Hooker oder so anschaut, dann ist das Preis-Leistungs-Verhältnis wirklich sehr, sehr gut. Da bekommt man zu einem günstigen Preis schon wirklich gute Pfeifen. Auch hier rauche ich jetzt mit der Aladdin MVP. Das ist ein Edelstahlpfeife für 99 Euro. Und natürlich merkt man hier immer noch Unterschiede zu den Luxusmarken, also den etwas teureren Pfeifen. Zum Beispiel ist etwas weniger Material verarbeitet und die Gewinde laufen vielleicht jetzt nicht ganz so perfekt wie bei einer Smoke Labs oder Aeon oder was es sonst alles noch so gibt. Aber ja, schlussendlich lässt sich jede Pfeife fast gleich gut rauchen. Also von der Rauchentwicklung her, das ist ein Mythos, dass das auf die Pfeife ankommt. Wenn die Pfeife dicht ist, ist die Rauchentwicklung eigentlich überall ziemlich dieselbe. Der einzige große Unterschied im Rauchverhalten ist halt der Durchzug, also wie stark das man zieht und auch der Anzug, also wie viel Volumen, Totvolumen es hier drin hat. Aber ja, das sind dann schlussendlich nur Details, vor allem für Anfänger wird das noch nicht so groß darauf ankommen. Und ich vergleiche die Pfeife sehr gerne mit Uhren, weil es gibt Uhren, die kosten vielleicht 5 Euro und die laufen genauso genau wie jetzt zum Beispiel eine Rolex, die mehrere tausend Euro kostet. Aber trotzdem kaufen sich Leute die teuren Uhren. Und ich finde einfach, die Pfeifen, da muss man sich immer überlegen, was ist mein Budget und was will ich genau haben, weil eine Pfeife kann man theoretisch ein Leben lang haben, wenn man die gut pflegt. Vielleicht muss man mal eine neue Bowl kaufen oder so, wenn man diese fallen lässt. Aber schlussendlich hält die Pfeife ein Leben lang. Und ja, da ist halt immer die Frage, wonach man genau auf der Suche ist. Nach einem etwas mehr einem Luxusprodukt, das halt etwas teurer ist, aber dann hat man auch designtechnisch vielleicht noch etwas Ausgefallenes und natürlich auch noch den Markennamen. Das ist genau wie wenn man ein iPhone kauft. Und ja, schlussendlich, meiner Meinung nach, gibt es sehr viele Pfeifen von 100 bis 150 Euro, die jetzt genauso gut sind wie eine 300-Euro-Pfeife zum Rauchen. Ja, ich habe vorhin ein paar Beispiele genannt, also die Pfeifen von der Hooker zum Beispiel. Auch hier die Aladdin MVP ist sehr gut, also da. Mit der rauche ich auch öfters mal am Schreibtisch oder so, weil es etwas kleiner ist. Und ja, deswegen finde ich, dass man unterdessen fast jede Pfeife kaufen kann und die dann auch gut rauchen kann. Also natürlich gibt es immer noch Marken oder ich weiß jetzt da kein Beispiel, die etwas eine schlechtere Verarbeitung haben und da man wirklich Qualitätsmängel hat. Aber ja. Meiner Meinung nach für einen Einsteiger reicht so eine Pfeife völlig. Früher hat man oft gesagt, man soll zu Amy greifen als Einsteigerpfeifen. Die Pfeifen sind natürlich auch top. Aber unterdessen empfehle ich den Einsteigern meist zu einer günstigen Edelstahlpfeife zu greifen, weil die halt etwas langlebiger sind. Und ja,
Ich hoffe, ich konnte euch da weiterhelfen, etwas in der Entscheidung, was für Pfeifen, dass ihr euch kauft. Meiner Meinung nach kann man auch gerne mal das Geld in die Hand nehmen und sich ein etwas exklusiveres Produkt zu kaufen, zum Beispiel eine Stimulation oder so. Aber ja, am Schluss ist es jedem selber überlassen, wie viel Geld das er zur Verfügung hat, und man sollte sich nicht allzu fest darauf konzentrieren, was für eine Pfeife das man hat, weil schlussendlich ist das Wichtigste halt wirklich der Kopf, der Tabak, die Kohle, der Kopfbau. Jetzt gerade hier zum Beispiel ist der Kopf mit dem Colored Lotus 2, ich glaube, sogar teurer als die gesamte Pfeife hier. Also ja, da muss man immer etwas abschätzen, vielleicht lieber etwas mehr Geld für einen guten Kopf und Aufsatz oder einfach einen guten Kopf in die Hand zu nehmen, und dann hat man am Schluss mehr davon, als wenn man eine teure Pfeife hat und mit einem schlechten Kopf raucht oder vielleicht sogar mit einem Colored Fake, der irgendwelche giftige Inhaltsstoffe hat. Und ja, ich hoffe, ich konnte euch da etwas weiterhelfen. Dann war es das auch schon wieder für heute. Ich wünsche allen noch einen guten Rauch und wir sehen uns morgen wieder.